Einige Schwierigkeiten bei den Linzern, 4 Niederlagen in Serie, wenn man den Cup dazu zählt, aber trotzdem, Hugo Sanchez wurde heute aufgestellt. Auf der anderen Seite setzt man auf einen Mann, der schon 37 Jahre alt ist, aber zweiter in der Torschützenliste hinter Bleier Dornbirn, Braunau, pardon, das ist Walter Binder. Und genau vor 18 Jahren hat er hier in Linz bei Admira Wacker im Linzer Stadion in der Bundesliga debütiert. Ja, und was Walter Binder national geschafft hat, hat Hugo Sanchez international geschafft, hat erst in dieser Woche beim Kontinentenvergleich Europa gegen Amerika mitgespielt, ist aus Barcelona wieder nach Linz zurückgekehrt. Und eines sei vorweggenommen, die Herren Binder und Sanchez, die beiden Oldies, zählten heute zu den Besten in dieser Partie. Sanchez gleich mit der ersten Chance. Ist zu spät gekommen, zu spät kommt er hin und wieder angeblich auch zum Training. Zahlt aber brav seine Strafen und so kommt ein kleiner Prozentsatz des Vermögens von ihm in die Linzer Clubkassen. Eckball für den FC Linz, der den stärkeren Beginn erwischt, wie zu erwarten war. Werner mit dem 1:0 hätte Schiedsrichter Fabian nicht abgepfiffen. Er entscheidet auf Freistoß für den VfC. Schauen wir uns gleich noch einmal an. Sicherlich kein Foul von Werner, möglicherweise des Verteidigers hinter ihm. Eine umstrittene Situation in jedem Fall. Es bleibt beim 0:0. Der FC Linz, der Tabellenführer natürlich, der Favorit in diesem Spiel, gibt den Ton an in der Anfangsphase. Wieder Sanchez, legt auf für Karadžić. Nächste Chance. Das Spiel temporeich, aber wenig Linie im Spiel. Zu viel Hopp oder Drop wird gespielt. Wieder die Linzer. Sehr viel kommt über die linke Seite. Sanchez und ein Foul am Brummeier. Ein Freistoß aus einer aussichtsreichen Position für den FC Linz. Drüber. Man merkt den Linzern ein wenig die Verkrampfung an. Zuletzt gab es 3 Niederlagen in Serie in der Meisterschaft. Der VfC aber gar 7 Runden schon ohne Sieg. Aber je länger das Spiel dauert, umso ausgeglichener wird es. Und knapp vor der Pause kommt auch der VfC endlich zu seiner ersten Chance. Lasching erklärt und wir haben in der Pause Schiedsrichter Fabian noch einmal zum vermeintlichen 1:0 gefragt. Können Sie das jetzt noch mal erklären ein bisschen? Ja, Flanke rein, ja. Der Tormann in der Luft und der AFC Linz-Spieler von hinten. Ja. Und der hat mich gestoßen dort. Und der zweite ist ja vorher, was geköpfelt hat, ja. Der hat ja nichts gemacht, aber der andere war da von hinten. Am Rücken, so habe ich gesehen. Die Linzer Fans haben sicher anders gesehen, was soll's, Pausenstart 0:0, aber schon in der ersten Minute der zweiten Spielhälfte die Führung für die Linzer. Hugo Sanchez. Mit Tor Nummer 5 im 4. Heimspiel für ihn. Und die Hugo-Hugo-Sprechchöre natürlich noch lauter, als sie schon zuvor waren. Taucht hinunter und bringt den FC Linz nach 50 Sekunden Spielzeit in Führung. Die Linzer jetzt im Vormarsch. Wieder Sanchez an die Stange und im Nachschuss die Riesenchance. Hätte ein Tor sein müssen. Dann wird fleißig gewechselt. Wolfgang Chinast reagiert auf den Rückstand, bringt Kanadi, der erst vor kurzem von der Vienna geholt wurde, und Gretschrik. Und tatsächlich, der VfC ist im Kommen. Laschinger in Schwierigkeiten. Er macht so wie seine Vorderleute nicht den sichersten Eindruck. Die Linzer Abwehr hat ja in den letzten 3 Spielen nicht weniger als 11 Treffer kassiert. Und der VfC wittert seine Chance. Schöne Kombination, Jesenicznik! Und Laschinger gerade noch gekehrt.
oft zu sehr auf sich alleine angewiesen in der Offensive beim VfC Jeschenitschnik. Es bleibt bei der Führung für die Linzer. Walter Binder tankt sich hier durch, über 40 Meter in Solo und nur durch ein Foul zu stoppen. Freistoß für die Wiener. Schneider in die Mauer, zweiter Versuch, an die Latte, kann er die, muss ein Tor sein, ist auch eines. Der Ausgleich in der 69. Minute. Kann er die in seinem ersten Spiel für den VfC gleich sein erstes Tor. Was für ein Einstand. Ein Ausgleich, der sich abgezeichnet hat. Fast unverständlich, wie der FC Linz gerade nach der schnellen Führung in der zweiten Spielhälfte das Spiel, so scheint es, aus der Hand gegeben hat. Zunächst der Ball an die Latte. Kanadi erfasst die Situation am schnellsten und erzielt den Ausgleich. Die Schlussphase. Plötzlich sind die Linzer wieder da. Hugo Sanchez ganz alleine mit dem Matchball. Das war 7 Minuten vor dem Schlusspfiff. Und an der Reaktion, wie sehr er sich ärgert, merkt man, wie ernst er die Sache beim FC Linz nimmt. Schauen Sie sich die akrobatische Einlage des Hugo Sanchez an. Man weiß, so kann er seine Fans begeistern. Die Linzer haben mehr Luft in dieser Schlussphase, keine Frage. Und diese Situation zeigt, wie ernst der junge Wallner beim VfC die Deckungsarbeit von Hugo Sanchez nimmt. Letzte Minute, noch einmal Freistoß für die Linzer. Und Hugo Sanchez versucht selbst, Schneider lenkt den Ball ab, es bleibt beim 1:1 in Linz. Die Wiener klarerweise zufrieden und nach 3 Niederlagen überraschenderweise auch der Trainer des FC Linz, Heinz Hochhauser. Im Endeffekt haben wir heute doch einmal wieder einen Punkt gemacht und man muss das auch so sehen, man darf nicht immer nur jammern. Schiedsrichter war auch nicht heute sehr uns positiv gesinnt, das erste Tor war klar zu geben, denn das war ein Tormannfehler von VfC. Und so gesehen müssen wir dann aber mit den Unentschieden auch zufrieden sein, obwohl wir, ob Hugo dann auch noch den Matchball auf dem Kopf gehabt hätte, 5 Minuten vor Schluss. Runde der Schiedsrichter, heute ziemlich im Blickpunkt. 1:1 im Spiel 1, richtiger Tipix, ein Punkt für den Wolf Alkinas, den VfC-Trainer. Wird er sich freuen. Zum nächsten Spiel, Mödling.